Hallo. Frau Hess, hallo. Stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor und was Ihre Aufgaben hier sind. Hallo, mein Name ist Michelle Hess. Ich bin Kaffeemanager im Fachgeschäft in Babelsberg und in Zukunft dann Kaffeemanager in dem neuen Café in Heilstätten. Was ist denn das Konzept des Ladens hier? Das Konzept ist, dass der Kunde einfach hier reinkommt, sich wie zu Hause fühlt. Ja? Einfach reinkommen, einatmen, riechen, wie frisch gebacken wird, zum Verweilen einladen. Entschleunigen in der heutigen Zeit, ganz wichtig. Ne? Sie backen hier vor Ort im Laden. Wie erleben Sie das denn für sich und Ihr Personal mit dem Miwo-Ofen? Das ist wirklich schön. Also für uns ist der Vorteil, dass es natürlich immer nach frisch gebackenem Brötchen riecht. Das ist total wichtig, ne? Dass der Kunde reinkommt und sieht, ah, der Mitarbeiter backt für mich gerade jetzt frische Croissants oder frische Laugenecken. Ja, das bindet natürlich auch den Kunden. Ne? Der Kunde weiß, okay, ah, die brauchen jetzt noch eine halbe Stunde, denn der Kunde sieht den Ofen ja. Dann warte ich eben die halbe Stunde, trinke in der Zwischenzeit meinen Kaffee und kriege dann frisches, warmes Croissant. Ja. Und wie kommen Sie mit dem Handling, mit der Bedienung, der Technik klar? Das Handling ist wirklich simpel, ist wirklich wunderbar. Also man kann im Prinzip gar nichts falsch machen. Der Ofen kann nur gestartet werden, wenn er backbereit ist. Ja. Kein Mitarbeiter kann irgendwas verstellen an dem Ofen. Das ist auch immer sehr wichtig, ne, dass niemand in den Programmen rumfuscht. Und der Ofen ist backbereit, wenn man kommt. Feiertage sind ganz simpel zu überspringen. Also vom Handling her wirklich der einfachste Ofen, mit dem ich je gearbeitet habe, tatsächlich. Sie waren ja selbst auch im Entscheidungsprozess für den Miwo-Ofen beteiligt. Was waren denn da für Sie so die ausschlaggebenden Argumente? Also der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich die Einfachheit. Das heißt also, jeder, den man an diesem Ofen anlernt, schafft es innerhalb von 10 Minuten, diesen Ofen zu bedienen. Also man kann im Prinzip gar nichts falsch machen. Ja. Und dann natürlich auch die Tatsache, dass niemand etwas verstellen kann. Ja. Und würden Sie sich wieder so entscheiden? Ja, auf jeden Fall, ja. So schön hohe Laugenecken schafft nur einer und das ist ein Miwo-Ofen.